hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Etappe des Neanderlandsteigs. Ich bin jetzt hier in Düsseldorf-Benrath und werde jetzt hier an Benrath vorbeigeführt. Und danach werden wir dann irgendwann an die Urdenbacher Kempe kommen. Urdenbacher Kempe kenne ich ein bisschen, also vermutlich wird die Etappe heute relativ flach. Und dann muss ich mal schauen, was meine Konstitution sagt, ob ich bis Monheim oder wie weit in Monheim weiterkomme. Und dann geht's los. Ihr seht es im Hintergrund, die Landschaft hat sich ein ganz klein bisschen geändert zur letzten Etappe. Und damit meine ich, dass leichter Schnee liegt. Wir haben gerade so knapp über 0 Grad, es taut und klatscht so langsam runter. Aber es ist trotzdem sehr schön anzusehen. Das hier scheint ein Bereich zu sein, der extra eingezäunt ist für Wildtiere. Interessant, kannte ich noch gar nicht. Ich hatte mir gerade schon wieder einen geistigen Vermerk gemacht, in der nächsten Szene lobend zu erwähnen, dass der Steig diesmal richtig gut markiert ist. Und in dem Moment kommt das, links oder rechts. Das GPS sagt mir links, aber eben auch nur das GPS. Was ich gerade so richtig genieße, hier ist die Ruhe. Man hört die Vögel, man hört das Tropfen der Blätter. Ach, das ist so eine Erholung nach dem Lärm auf den anderen Etappen. Wahnsinn. Dieser See ist nicht frei zugänglich. Er ist die ganze Zeit hier mit solchen Zäunen. Aber dann finde ich das wirklich eine schöne Idee, dass man da ein so eine Vogelaussichtsplattformhäuschen macht. Cool. Ja, und dann weiter. Es ist immer wieder erstaunlich, wie solche Nebelschwaden, die in der Landschaft hängen, aus vergleichsweise langweiligen Landschaften doch was Interessantes machen. Das hier ist der Teil der Urdenbacher Kempe, die ich noch nicht kenne. Das ist quasi der Zufluss. Coole Gegend hier. Ja, der Wanderweg ist eigentlich da oben und dann mal wieder weiter. Hinter mir liegt jetzt der idyllische
Garata Mühlenbach. Hier ist so eine kleine Aussichtsplattform. Und hier wäre früher das Rheinufer schon gewesen. Das ist die Urdenbacher Kempe. Ist ein Altrheinarm. Der Rhein hat ja bis ins frühe Mittelalter immer mal wieder sein Bett und seinen Verlauf geändert. Ganz viele solche Altrheinarme sind entstanden. Und dann irgendwann hat der Mensch aber angefangen, die Ufer zu befestigen. Und seitdem ändert der Rhein sein Bett eigentlich nicht mehr. Oh, hier kann man das, was ich gerade gesagt habe, nochmal schön sehen. Wir sind von hier gekommen. Das ist dieser Garata Mühlenbach und der Neandersteig geht jetzt gleich hier weg. Und ich kann euch empfehlen, da zu parken und hier eine Wanderung lang zu machen. Ist sehr schön, aber steht für heute nicht auf dem Programm. Hier ist der Wandel des Rheins einmal wirklich schön illustriert. Unser Standort ist hier. Hier ist noch dieser Mühlenbach zu sehen. Und da ist das Haus Bürgel. Das ist so im Jahre 0. 1000 Jahre später sah es dann so aus. Da wäre das Rheinufer direkt vor uns gewesen. Haus Bürgel immer noch am Rhein. Und heute, zu Haus Bürgel werden wir gleich kommen. Der Rhein ist im Hintergrund, ne, begradigt. Und ja, und das ist die Landschaft, so wie sie heute renaturiert worden ist. Sieht im Moment ein bisschen trostlos aus. Also ich kenne das aus dem Sommer. Das hier ist jetzt Haus Bürgel. Ja, liegt mittlerweile an der Landstraße und weiter geht's. Hinter mir kann man einen Blick in den Innenhof von Haus Bürgel werfen. Gegründet wurde es als römisches Kastell und ist mittlerweile eine Pferdezucht. Es ist eine biologische Station. Und wohl irgendwie, das wusste ich gar nicht, irgendwo ist auch noch, weil es eben ein Römerkastell war, auch noch so ein römisches Museum drin untergebracht. Hat jetzt natürlich alles zu und dann gehen wir weiter. Ja. Das sind Eindrücke, die man wirklich nur bei Winterwanderungen hier am Niederrhein so mitbekommt. Das ist richtig klasse mit den ganzen Misteln. Der Weg führte jetzt wieder längere Zeit an einem Campingplatz vorbei und nun bin ich am Rhein. Das ist einer dieser vielen netten kleinen Überraschungen, die man auf solchen Wanderungen erlebt. Das hier ist einfach am Rheinufer so ein Museumsschiff, frei zu begehen. Der Rest innen drin ist bei dem Wetter geschlossen. Jo, nett. Hier ist es überraschend voll, lasst euch nicht von der Optik täuschen.
geht jetzt noch so, ich glaube, 4,5 Kilometer, dann bin ich in Monheim. Das hier sind die Monheimer Kulturwerke. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Auf jeden Fall haben sie krassen Weihnachtsschmuck. Immer noch in Monheim. Also was auffällig ist, deswegen filme ich das gerade mal, es gibt wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten, wenn kein Corona wäre, wo man hier am Weg irgendwo einkehren kann. Das ist echt irre. Und der Neandersteig führt einen jetzt hier unten lang. Da hinter der zweiten Baumreihe ist der Rhein. Wirklich eine coole Landschaft. Und ich hatte jetzt die ganze Zeit nach unten auf den Weg geguckt. Und plötzlich gucke ich hoch, ja. Da hat einen die Zivilisation direkt wieder. Kontrastreicher geht es kaum, ne? Wobei ich sagen muss, also solche technischen Industrieanlagen, irgendwie sehen die ja cool aus, ne? Der Neandersteig führt einen jetzt hier am Fuß des Deiches lang. Mittlerweile ist der Boden auch wieder so, dass man halbwegs vernünftig drauf gehen kann. Und da mache ich das jetzt einfach mal. Ansonsten könnte man bei richtig schlechtem Wetter auch oben auf dem Deich gehen. Und da hinten ist schon das südliche Ende von Monheim und ich denke, da werde ich die Tour auch beenden.